als in Deutschland das sogenannte G10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt, dass es da noch Abmachungen mit den drei Westalliierten gab, die darauf hingedeutet haben, dass in bestimmten Fällen die, sag ich mal, Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre. Guten Tag, Frau Merkel, na, wie geht es Ihnen? Während Sie lächeln, fliehen Kinder um ihr Leben auf Knien. Sie exportieren Waffen in Krisengebieten, exekutieren, während Sie manipulieren. Wie schlafen Sie nachts? Es würde mich interessieren. Mit Händen voll Blut, Volkswut ignorieren, mit Extremisten posieren. Einfach so tun, als würde ihre Politik funktionieren. Obama findet, wie schön sie apportieren. Sie uns ausspionieren, sie noch applaudieren. Sie Wahlen manipulieren, mit Zahl jonglieren. Das deutsche Volk hat nur zu funktionieren. Freiheit und Gleichheit, Gesellschaft der Heuchelei. Demokratie der Reichen, uns bleibt nur Träumerei. Gute Nacht, Frau Merkel, ich hoffe, Sie schlafen gut. Mit Stimmen im Kopf und Händen voll Blut. Gute Nacht, Frau Merkel, ich hoffe, Sie schlafen gut. Mit Stimmen im Kopf und Händen voll Blut. Einigkeit, Recht und Freiheit, aber nicht für das deutsche Volk. Das deutsche Volk leidet Hunger unter Armut, ihre Politik ein voller Erfolg. Das Volk ist stolz. Einigkeit, Recht und Freiheit, aber nicht für das deutsche Volk. Das deutsche Volk leidet Hunger unter Armut, ihre Politik ein voller Erfolg. Das Volk die Arbeitslosenquote steigt, die Drogentotenquote steigt. Sie verbergen stets die Wahrheit, doch wir wissen längst Bescheid. Sie lächeln nur von denen, Kritik lässt sie kalt wie Eis. Von den Illuminaten geführtes Teufelsweib. In ihren Augen das Böse, in ihren Reden die Lügen. Skandalöse, ominöse Politik ausübt. Zum Thema Armut, Rettersuche nach Bargut. In Form von Pfandflaschen im Mülltonnen klar tut. Erst geht zum Spaß, zum Zeitvertreib. Nein, er tut es, weil er Hunger hat. Kaum einer, der kein Kummer hat. Knastzelle Nummer 8 in der Nacht, überführt von einer Hundertschaft. Wegen 100 Gramm Gras, 2 Jahre er saß. Ein Vergewaltiger wird nicht mehr zusammengeklappt. Es gibt 1000 Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt mir kein einziger ein? Huh? Einigkeit, Recht und Freiheit, aber nicht für das deutsche Volk. Das deutsche Volk leidet Hunger unter Armut, ihre Politik ein voller Erfolg. Das Volk ist stolz. Einigkeit, Recht und Freiheit, aber nicht für das deutsche Volk. Das deutsche Volk leidet Hunger unter Armut, ihre Politik ein voller Erfolg. Das Volk ist stolz.